Wels, eine Stadt im Herzen von Oberösterreich. Heimatstadt von Dr. Paul Rübig. Dr. Rübig entstammt einer Welser Unternehmerfamilie. Er besitzt dort einen Betrieb, der im Bereich der Schmiedetechnik international tätig ist. Hart arbeiten und präzise zuschlagen, lautet seine Devise. Unter diesem Motto arbeitet Dr. Rübig seit 12 Jahren auch als EU-Abgeordneter erfolgreich für Österreich. Das Europäische Parlament hält einmal im Monat im französischen Straßburg Plenarsitzungen ab. Ansonsten beginnt die Arbeitswoche für Dr. Rübig ebenso wie für alle anderen Abgeordneten in Brüssel. Die Europäische Union besteht heute aus 27 Mitgliedstaaten, die sich gemeinsam für Frieden und Wohlstand einsetzen. Die Mitgliedsländer haben gemeinsame Institutionen, denen sie einen Teil ihrer Souveränität übertragen. So kann die EU auf europäischer Ebene in ganz bestimmten Bereichen demokratische Entscheidungen fällen. Das Europäische Parlament vertritt die Interessen der Bürger. Alle 5 Jahre werden die Bewohner der 27 Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Abgeordneten zu wählen. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union. Zurzeit hat es 785 Mitglieder, davon kommen 18 aus Österreich und einer, Dr. Paul Rübig, aus Oberösterreich. Die 8 Fraktionen des Parlaments sind nach ihren politischen Überzeugungen zusammengesetzt. Die Abgeordneten arbeiten an der EU-Gesetzgebung mit. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf den Lebensalltag der Bürger haben. Zum Beispiel in den Bereichen Umweltschutz, Verbraucherrechte, Gleichberechtigung, Verkehr sowie Freizügigkeit von Arbeitnehmern, Kapital, Waren und Dienstleistungen. Das Parlament kann die Gesetzesentwürfe der Kommission ändern oder mit dem Rat der EU die endgültige Fassung eines Gesetzestextes aushandeln. Außerdem wacht das Parlament über andere EU-Institutionen und das EU-Budget. Dr. Rübig setzt sich in Brüssel und Straßburg für die Interessen der Oberösterreicher ein. Sie vertreten hier in Brüssel beim Europaparlament unser Bundesland Oberösterreich. Was hat Sie eigentlich bewogen, in die Politik zu gehen? Es war ganz einfach die Herausforderung, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und ich glaube, dass in einer dynamischen Wirtschaftssituation bei der derzeitigen globalen Entwicklung es für uns alle sehr wichtig ist, dass man einen Überblick behält und dass die Zielsetzungen klar vorgegeben sind. Und das versuchen wir hier im Europäischen Parlament zu erreichen. Dr. Rübig ist Mitglied im Haushaltsausschuss, im Haushaltskontrollausschuss und im ITRE-Ausschuss. Daneben gibt es noch Fraktionssitzungen, die den nationalen Clubsitzungen ähnlich sind. Eine der wichtigsten Punkte, die wir uns als Zielsetzung für diese Legislaturperiode gesetzt haben, ist Wachstum und Beschäftigung. Beschäftigung, ganz klar, wir wollen Vollbeschäftigung erreichen. Es soll für jeden Arbeitslosen die Möglichkeit geben, Arbeit zu bekommen. Wir wollen Wachstum, im Klartext jeder, von den Jugendlichen bis zu den Pensionisten, soll am Ende des Monats etwas mehr in der Brieftasche haben. Und das muss erarbeitet werden. Und ich glaube, die Organisation dieses europäischen Marktes und die Verteidigung unserer Interessen auf den internationalen Märkten soll dazu beitragen. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Dr. Rübig gilt den internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Meine größten politischen Erfolge sind natürlich die Einführung des Euro. Wir sind jetzt ganz glücklich, dass der so stark geworden ist. Er hat den Wert unserer Währung de facto verdoppelt seit der Einführung. Bei der jetzigen Energiekrise wissen wir, was es heißen würde, wenn sich der Wert halbiert hätte, so wie das früher bei der Lira oder beim Franc üblich war. Also hier haben wir eine sehr starke Position für Europa in der globalen Wirtschaft erreicht.
Wir haben natürlich auch die Erweiterungsländer in den Bereich der Demokratie, der Sicherheit übergeführt. Es ist immer gut, wenn man nette Nachbarn hat, mit denen man gut und gern zusammenlebt und nicht kriminelle Organisationen oder von der Mafia sich bedroht fühlen muss. Unter anderem beschäftigt er sich in seiner parlamentarischen Tätigkeit mit Fragen der Festlegung und Durchführung der gemeinsamen europäischen Handelspolitik. Mein persönlichster Erfolg ist eigentlich die Roaming-Gebühren. Das heißt also, dass Telefonieren innerhalb von Europa wieder zu akzeptablen Preisen erfolgen kann. Sie sind also erfolgreich unterwegs. Darf ich Sie zum Abschluss noch fragen, wie ist eigentlich Ihre Vision von einem zukünftigen Europa? Meine Vision von einem zukünftigen Europa ist, dass wir friedlich zusammenleben, dass Vollbeschäftigung herrscht und dass jeder am Ende des Monats etwas mehr in der Brieftasche hat.